Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem YouTube-Kanal Werner Play. Heute zu einem neuen L20 Newsvideo. Ich weiß, gestern waren drei, heute schon die nächsten zwei Stück, gleich nachdem noch eins. Also, es lohnt sich auf jeden Fall abonnieren und Glocke aktivieren, wenn ihr nichts rund um den LS verpassen wollt. Also, let's go, rein mit uns. Und zwar der John Deere 710 und 5M Series jetzt gerade herunter an. Anlässlich der diesjährigen FarmCon im John Deere Forum in Mannheim haben wir eine Kleinigkeit für euch im Motor bereitgestellt. Den klassischen John Deere 710 sowie die John Deere M5 Series. Beides gratis zum Download. Und nun könnt ihr beide Maschinen absolut in-game Mod Hub vom Farming Simulator 20 auf PC und Konsolen. So auf beiden. Wir schauen uns mal zuerst mal das John Deere 710 an. 1975 von John Deere Lanz auf den Markt gebracht, wurde das Nachfolgemodell des John Deere 700 sogar in Mannheim produziert. Da wo dieses Jahr die FarmCon stattfindet. Exportiert wurde der Traktor dann Made in Germany nach Nordamerika. Dabei wurden zwischen 1965 und 1980 gerade einmal ein paar tausend Exemplare des 710 hergestellt. Also es ist ein wirklich ein seltenes Stück und das Ganze gibt im LS22 jetzt kostenfrei zum Download. Und John Deere 500M Series. Neben den John Deere 710 stehen auch die modernen Allround-Traktoren der John Deere 5M Series zum Download bereit. Mit einem Fokus auf vielseitige Einsatzbarkeit ist die M5 Serie vom Antraktor eine äußerst beliebte Baureihe im Leistungssegment zwischen 75 und 115 PS. Effizient, leistungsstark und zuverlässig, vor allem bei Hofarbeiten und beengten Raum liefert euch John Deere so eine wendige Lösung. So, und natürlich das Free Content. Mod Hubs, weil da gibt es sich da auch einen Trailer, beziehungsweise halt einfach ein Video dazu. Dieses Video seht ihr sofort, denn ich bin jetzt mal raus. Danke fürs Zusehen, Abo und Like lassen. Dann wünsche ich euch, bleibt gesund, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und let's go mit dem Video. Rated E for everyone.